Nach einer Follikelpunktion, der Entnahme der Eizellen, der Entwicklung der Embryonen und dem anschließenden Embryotransfer muss die bei einer künstlichen Befruchtung auftretende oder natürlich auftretende Gelbkörperschwäche, die sogenannte Corpus luteum-Insuffizienz, durch Progesterongaben korrigiert oder ausgeglichen werden. Und zwar bis zum Nachweis einer positiven Herbstaktion. Anschließend wird die Progesterongabe normalerweise intravaginal bis zur 6. bis 12. Schwangerschaftswoche weitergeführt. Das variiert, wenn man die klinische Evidenz, also die Studienlage anschaut und das, was in Kliniken europaweit, weltweit praktiziert wird, ist das zwischen 6 bis 12 Wochen nach Transfer. In unserem Haus führen wir das nach IVF mit den eigenen Eizellen bis 6 Wochen nach dem Transfer durch. Wenn es sich um Kryotransfers handelt, bis zur 12. Schwangerschaftswoche. In manchen wenigen Fällen, in Absprache mit den behandelten Gynäkologen, kann es auch sinnvoll sein, die Medikation noch weiter in die Schwangerschaft hinein zu nehmen. Das sind aber Ausnahmefälle.